Hallöchen Leute, hier ist wieder euer Magic Bieber und zwar nicht aus der Natur, aus dem Wald oder sowas, nein, hier aus dem Centerpark Bisping. Da bin ich hier gerade, weil Urlaub, da bin ich eigentlich immer im Urlaub und das hat auch seinen Grund, ist hier richtig cool und weil ihr sowieso mal eine Roomtour von mir sehen wollt, werde ich euch jetzt mal ganz schnell zeigen, wie ich denn hier so hause und das ist auch nicht gesponsert oder sonst irgendwas, ich bekomme hierfür kein Geld. Ich dachte, ich zeige einfach nur, wie das hier so alles aussieht. Mal sehen. Da haben wir dann die Terrasse. Hier kann man sich hinsetzen, wenn zum Beispiel gutes Wetter ist. Ist jetzt zwar gerade, aber wir haben trotzdem immer noch die kalten Monate des Jahres. Deswegen ist das hier nicht ganz so angenehm. Hier könnte man eigentlich auch super grillen. Ich meine, da hätten wir einen Grill. Aber das Wetter spielt nicht ganz mit. Deswegen gehen wir mal schnell rein. Hier ist es auch gleich ein bisschen wärmer. So, hier haben wir die richtige Sitzecke. Hallöchen. Und die ist auch richtig angenehm. Ich meine, mein Lieblingsplatz, der ist da drüben. Gleich eine Heizung und man kann diesen Hocker vorziehen. Gleich darüber. Zum Kamin. Der ist richtig schick. Ich meine, man hat hier einen richtig schönen Hintergrund für Bilder oder sowas. Echter Stein. Und hier habe ich auch schon ein paar Mal drin Feuer gemacht. Zweimal, um genau zu sein. Und es hat auch zweimal funktioniert. Haha. Mit Birkenrinde. Die hatten nämlich keinen Anzünder. Und naja, habe ich einfach Birkenrinde genommen. Okay, als nächstes hätten wir dann hier diesen Frühstückstisch. Der ist auch hauptsächlich zum Frühstücken benutzt, aber ich schneide auch gerne meine Videos hier drauf. Und dann hätten wir hier eine große Fensterfront. Da können wir die Leute bespannern oder die Leute uns, je nachdem, worauf man mehr steht. Und hier wäre dann übrigens die Eingangshalle. Ja, hier haben wir eine der wichtigsten Gegenstände in diesem ganzen Bungalow, nämlich der Feuerlöscher. Man kann hier seine Jacken aufhängen, sowas eben. Und außerdem hätten wir hier das Bad. Hallöchen, Luxus pur. Richtig schick. Und hier der HWR. Also ohne geht er mal gar nicht. Tja, hier haben wir Besen. Hier haben wir einen Babystuhl, einen topmodernen Staubsauger und eine Schaufel da hinten. Praktisch, wofür auch immer. Ich glaube, selbst als Bungalow-Besitzer hat, nicht Besitzer, als Bungalow-Mieter oder sowas, hat man bestimmt auch ein paar Leichen im Keller. Und hier, wollte ich mal ganz schnell zeigen, die Haustür. Das ist nämlich nicht irgendeine Haustür, das ist die magische Futterhaustür. Denn, das ist richtig cool, im Service ist mit inbegriffen, dass sie einem Brötchen hinhängen. Und zwar an der Tüte, an die Türklinke. Das ist ziemlich cool. Zubereitet werden besagte Brötchen dann hier in der Küche. Ja, also hier zu sehen, eben so eine typische Küchenecke. Was man halt so erwartet, sogar noch mit Geschirrspüler. Schön versteckt. Ich hatte am Anfang richtig Probleme mit dieser Mikrowelle, weil ich habe eben so meinen Mikrowellentee und ich bin hier absolut nicht klar gekommen. Inzwischen sind die Mikrowelle und ich beste Freunde. Wir verstehen uns eigentlich ganz gut. Hier, Himbeer-Zitrone. Ich liebe Himbeer-Zitrone. So, dann hätten wir da hinten noch eine Tür. Da kann man mal schnell reingucken. Das ist nämlich eines der Schlafzimmer. Auf der rechten Seite meine Schwester, wenn sie denn hier wäre. So, ein schönes Bild. Und dann kommen wir gleich mal zum Bad. Weil wir haben hier eine kleine VIP-Wohnung. Die war nämlich im Angebot, dieser VIP-Bungalow. Und naja, haben wir uns halt mal geleistet. Man gönnt sich ja sonst nichts. Und deswegen lohnt es sich euch auch nochmal, das hier zu zeigen. Weil wir haben da nicht nur einen Spiegel, wo man sich auch selbst sehen könnte. Nein, wir haben auch ein Doppelwaschbecken und einen Doppelspiegel. Und hier haben wir sogar eine Badewanne mit integriertem Whirlpool. Das ist so deluxe, dass ich es niemals benutzen werde. Ich bade einfach nie. Ich dusche. Da haben wir übrigens praktischerweise eine Dusche. Sehr schön für mich. Sehr groß. Und was auch noch ziemlich cool ist, eine Sauna. Das ist nicht im Normalen mit inbegriffen. Das ist hier wirklich, weil es eine VIP-Wohnung ist. Die habe ich auch schon mal ausprobiert. Saunieren ist einfach super. Ich stehe drauf. Macht auf jeden Fall Spaß. So, und jetzt kommen wir zum mitletzten Teil unserer Tour, nämlich dem Schlafzimmer, in dem ich mich auch öfter mal verschanze. Übrigens Tipp, die linke Seite ist meine, weil die ein bisschen unordentlicher ist. So, dann mal da zur Seite. Total unordentlich aufgeräumt hier, so wie ich das nenne. Außerdem haben wir hier wieder einen Fernseher, was sehr praktisch ist. Dann braucht man nicht aufstehen und zum Wohnzimmer zu gehen. Ich mache es aber trotzdem immer, um Feuer zu machen und jetzt gehe ich nochmal schnell raus und mache meine Verabschiedung. Denn das wäre nämlich der ganze Bungalow gewesen, aber ich kann euch noch ein bisschen mehr zeigen. Denn es hat hier eben auch eine richtig schöne Landschaft, wie man vielleicht erkennen könnte und das lohnt sich auch. Man kann hier zum Beispiel, ich glaube, hier konnte man auch geocachen gehen und naja, ist ziemlich cool hier auf jeden Fall. Wie gesagt, ich werde dafür nicht bezahlt, es macht mir einfach richtig viel Spaß hier und nicht umsonst gehe ich auch immer direkt hierhin im Urlaub.
Naja, dann würde ich sagen, das wäre es zu diesem Video gewesen. Jetzt im Anhang noch ein paar kleine Videoschnipsel. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. In der Zwischenzeit macht's weg und beißt euch durch. Euer Magic Bieber. Ciao. Mit Mikrofon.